Selbstverteidigungstechniken funktionieren nur, du schaust die Videos an, dann kannst du dich auch verteidigen. Selbstverteidigen fängt ja wo ganz anders an. Katastrophen denken. Möchtest du dazu was ergänzen? Ja. Sehr cool. Wir üben das Ganze ja immer, also auch blöde Anmachsprüche. Ich ziehe hier, boom, wie auf die Nase, auf die Zähne, auf den Kehlkopf. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich mag mich noch erinnern, so in der Schulzeit. Das ist auswendig lernen. Reflexe brauchst du als Mann. Po nach hinten, eins, zwei, öffnen, boom. Und dann die Variante. Arme sind frei, wichtig ist Po nach hinten. Und sehr gut, sehr gut. Tauche runter, geh raus. An meinem Hintern, das ist das Training. Aber es ist ja auch nichts Neues, ja? Körperliche, ne? Ja, das braucht man ja langsam oft. Und beide haben nichts davon. Wenn jemand dich von hinten umklammert, Entschuldigung, mach mal ein bisschen leiser. Öffnen, klack, wumm, bam. Ja, genau, mein Sixpack. Den dritten oder vierten Weltkrieg vorzubereiten. Das Prinzip ist gleich auch für Männer und Frauen. Abonnieren, Daumen hoch. Kommentar. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Selbstverteidigungsvideo. Wir starten mit einer Reihe von Selbstverteidigungsvideos. Sichi Eva, Sifu Sergei. Für Anfänger und Fortgeschrittene, für Männer und Frauen werden wir verschiedene Techniken bzw. Eingriffe, die in Selbstverteidigung vorkommen, vom Grundlagen bis zum Fortgeschrittenen durchgehen. Bevor wir mit den Techniken starten, möchten wir euch ein paar Gedanken geben, wie man Selbstverteidigung lernt. Was würdest du so empfehlen? Und welche Voraussetzungen, zum Beispiel in Selbstverteidigung, damit sich eine Frau gut verteidigen kann? Rein technisch gesehen auf jeden Fall, dass du irgendwo schon mal Grundlagen trainierst mit Schlagen, Treten. Und das ist völlig egal, welche Sportart das ist, ob Kampfkunst oder Kampfsport, einfach dass dir die Bewegung an für sich nichts Fremdes ist. Dass du auch jemand, der größer ist und schwerer als du, überhaupt bedrängen kannst. Wir gehen ja jetzt immer vom Notfall aus. Selbstverteidigung fängt ja wo ganz anders an, schon bei Erkennen. Aber das ist, denke ich, ein Thema für ein anderes Video. Unsere Ambition ist, die Selbstverteidigung so weit zu bringen, dass es auch funktioniert. Natürlich im Online ist das etwas schwieriger, deswegen empfehlen wir dir immer die Techniken mit einem realen Training beim Lehrer zu verknüpfen, zu verbinden. Das heißt, du schaust die Videos an, hast du schon ungefähr eine Idee, du hast es schon gesehen, wie es funktioniert, und dann haben wir es ganz einfach, dir im Training beizubringen und das zu trainieren und nicht nur zu lernen. Weil du kannst nur das trainieren und verbessern und vertiefen, was du gelernt hast. Wenn du im Lernen dich befindest, kannst du es auch nicht verbessern, weil du gerade im Lernen bist. Ja? Und unsere Ambition ist ebenso, auf zwei Arten Selbstverteidigung aufzubauen. Du brauchst Werkzeuge, dass du einfach, wenn du von hinten umgeklammert wirst, was heute Thema ist, und beim Ellbogen nach hinten gibst, das ist wichtig, also Grundlagen, dass du selbst eingreifen kannst, im Prinzip, dass du selber Täter wirst, das ist Nummer eins, dann kannst du dich auch verteidigen. Wir reden immer vom Notfall, also wenn ich sage Täter, nicht, dass du Selbstverteidigung lernst und nach draußen gehst und das ausprobierst, sondern im Notfall, dass du genauso viel bewirken kannst oder sogar mehr wie dein Eingreifer. Die Selbstverteidigungstechniken funktionieren nur, wenn du die auf Reflexe aufbaust und Grundtechniken, Schlagen und Treten. Das gegen das, mach das gegen das, das funktioniert nicht. Man muss immer beginnen mit Reflexen und mit Grundtechniken. Möchtest du dazu was ergänzen? Also Selbstverteidigung funktioniert nur, wenn du deinen Körper beherrschen kannst. Wenn du schon Probleme hast mit der Koordination von einfachen Grundtechniken, wird es nicht funktionieren. Genau. Also wenn du schon Mühe hast, überhaupt einen Schlag vernünftig auszuführen, eben Probleme im Gleichgewicht bekommst, wenn dich jemand so ein bisschen schubst, dann wird es schwierig mit der Selbstverteidigung. Deswegen haben wir schon mal gesagt, Grundlagen sind wichtig zu trainieren, Reflexe, dass wenn du eben geschubst wirst, damit du dich auffangen kannst und so weiter, das vorab zu trainieren, ist auf jeden Fall Grundvoraussetzung. Und an dieser Stelle auch noch gesagt, wir üben das Ganze ja immer, damit wir wissen,
klar, wenn sowas passiert, ist natürlich ein bisschen Katastrophendenken, dass wir wissen, wie wir reagieren, aber vielmehr, um uns mit solchen Situationen auseinanderzusetzen und damit einen Grundstein zu legen, dass wir gar nie in solche Situationen kommen, weil wir uns einfach damit schon befasst haben. Ja. Sehr cool. Weil das Bewältigen ist das Schwierigste. Ja, wenn es so weit kommt, ist schon meistens zu spät und es gibt keine universelle Lösungen, wo man dann sagt, okay, jetzt für alle Varianten habe ich eine Lösung. So funktioniert es. Es gibt eine einzigste universelle Lösung, dass es gar nicht so weit kommt. Ja, aber da ist das auch viel Training, dass man viel Auge schult, Intuition schult, dass man wach durch das Leben läuft. Selbstbewusstsein aufbaut, Selbstsicherheit auch aufbaut, lernt für sich einzustehen, auch mal Grenzen zu setzen, deeskalierend wirken kann, weil man einfach mit dem anderen Selbstvertrauen sich dem Gegenüber stellt, der vielleicht auch gerade als Frau ihr dann also auch blöde Anmachsprüche oder so auch klar sagt, nee, ich möchte das nicht und bleib weg. Ja? Mhm. Und das sind so die Grundlagen. Wir erarbeiten uns das, indem wir uns mit diesen Situationen, Notsituationen auseinandersetzen und dann im Notfall auch eher einschreiten können, sagen wir Stopp, genau. Nicht mit mir. Aber heute zur Bewältigung sagen wir, es ist irgendwie passiert, jemand klammert mich von hinten um, will vielleicht nur halten, ja, damit der andere mich schlägt oder mich nur halten, damit ich mich nicht verteidigen kann, will mich vielleicht hochheben, zu Boden werfen oder nach hinten reißen. Lerne nie Selbstverteidigung so. Ich klammere dich um, du machst Befreiung und dann kommst du raus. Fürs Training, um Technik zu zeigen, ist das gut, aber meistens ist ja so, jemand sehr gut ist im Schlagen, versuche ich immer umzuklammern und so zu halten. Ja? Und du siehst ja schon, was für eine Position entstanden ist. Sie war so in Bewegung, ich und wie einseitig auf der andere aus der Bewegung und das ist eine Illusion, wenn wir jetzt trainieren, ich stehe gerade und befreie mich, dann öffne, gehe runter oder sowas, ja. Das sind sehr schöne Techniken, um Techniken zu sehen, quasi wie ein Nachschlagwerk, hier auf Nachschlagwerk verweise ich gerne auf Daisy von Nico DVDs, da sind die Techniken wirklich sehr sauber gezeigt. Oder wie ist der Weg dahin? Zeigen wir dir heute. Ich zeige es nur, welche Möglichkeiten sind möglich. Also umklammern, mit nach hinten, nach vorne weiterlaufen. Mit umklammern, nach hinten ziehen. Mit umklammern zum Beispiel hochheben, damit zur Seite geworfen. Oder einfach zur Seite ziehen. Das sind, und viel mehr. Das sind die Möglichkeiten, die werden nie in einzelnen Eingriffen gemacht, sondern in eine Serie bzw. mit weiteren Folgen. Das kann sogar sein, dass ich dich umklammere, zur Seite werfe und schlage oder zu Boden werfe und trete. Ja? Wenn wir alle Möglichkeiten zeigen gegen Zug nach vorne, gegen das, also alle Techniken zeigen würden, dann ist das ganz, ganz viel. Wichtig ist, Reflexe zu schulen, Prinzipien zu verstehen, dann musst du nicht so viele Möglichkeiten üben, weil das Prinzip ist immer dasselbe. Das Prinzip ist, muss immer der sein, Ausrichtung und Eingreifen auf kürzeren Weg. Der kürzeste Weg ist der, du hast hier den Arm und da wo du wendest, gibst du schon von, da sagen wir, da ist der Ellbogen, ist eine starke Waffe und von da aus, bam, Stoß. Das muss alles intuitive Waffe bei dir drin sein, solange einer hinten steht, also umklammert oder versucht, sofort wenden und bumm. Ja, nicht erst irgendwie mit dem Faust nach vorne, das ist super Sache, aber der Weg ist zu lang nach da. Ja, kürzester Weg ist von da nach da, bumm zum Beispiel. Und sehr starke Waffe, wir haben das am Schlagmessgerät gemessen, da haben die Frauen über 200 Kilo ganz locker. Ja, mit 50 Kilo schlagen nach hinten ordentlich und da wird auch stärkere Eingreifer merken, wenn es irgendwie auf die Nase, auf die Zähne, auf den Kehlkopf landet. Also Reflex muss da sein, sobald einer hinten irgendwie was macht, hier, boom, drehen. Ja, wenn das, ohne dass du über die Füße stolperst, wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir ein Problem auch mit Befreien.
Bevor wir zur Technik kommen, muss man ja mit Körper klarkommen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich das mache, muss auch Reflex da sein. Und das ist schon das Training. Beginn nie Selbstverteidigung zu lernen, einfach das gegen das, mach Ellbogen, mach das, sondern such dir einen Trainingspartner, der dir Impulse geben kann. Zum Beispiel, stoßen, du wendest. Ich ziehe, geht Ellbogen hoch, bam, gleich das. Ich ziehe hier, geht Ellbogen hoch, ja. Ich ziehe beide, geht Ellbogen, ja. Es ist egal, es kann auch so passieren. Ich ziehe hier, boom. Dieser Reflex muss da sein, damit du nicht über die Beine stolperst und sofort auf kurzem Weg schon beginnst, deine Werkzeuge einzusetzen. Und wenn das stimmt, ja, zum Beispiel mit dem Zug, boom, mit dem Schubsen, boom, ja, mit dem Zug zur Seite, zum Beispiel hier, zack, genau das gleiche, musst du rausgehen, Gleichgewicht behalten, nach da, da würde ich so ein bisschen mit Fuß raus, gleich wenden, bam. Ja, wichtig ist, dass du keine überkreuzten Schritte machst, dass du immer zur Seite gehst mit dem Fuß, ja, wenn du nach rechts musst, dann mit rechten Bein, wenn du nach links musst, mit linken Bein. Zum Beispiel das, und dann boom. Direkt, ja. Und das ist das Training, so beginnen wir und es ist auch unsere Ambition, so zu zeigen, und das kann man sehr schön trainieren mit dem Partner, ohne jetzt kämpfen zu wollen, sondern einfach die Fähigkeit und darauf die Selbstverteidigungstechniken aufbauen, das ist ganz, ganz einfach. Wir machen so einen kleinen Drill, okay? Okay. So, von da zum Beispiel das, ja, von hier, boom, mit Ellbogen oder Faust, genau. Zack, mit Ellbogen, boom, ja, Zug, Ellbogen, boom, genau, am Schulter, Zug, Ellbogen, boom, jawohl. Wenn ich beide ziehe, egal, machst du boom, jawohl. Nehme ich dich hier, zieh nach hinten, boom, Ellbogen. Wichtig ist, dass dein Körper immer mitgeht, dass du nicht sperrst und nicht das Gleichgewicht verlierst. Die Variante, boom, okay. Da schlägt sie mit Faust, weil jetzt ist die Luke entstanden. Okay, Faustdistanz. Würde ich das machen, würde sie wenden, also mitgehen mit der Bewegung, wenden und genauso ausrichten durch den Schritt und Ellbogen einsetzen, weil das ist Ellbogendistanz hier. Na, wenn du merkst, dass ich hier dran bleibe, gehst du mit, nimmst die Kraft und boom gibt's. Wenn ich nur das mache, verliere ich ja Kontakt und das heißt, du musst es fühlen, du bist schon in Faustdistanz, okay? Laufe ich mit, schubst dich hier, boom. Würdest du hier was für Frauen mitgeben oder sagst, ist es gut für Frauen, für Männer ist es uninteressant? Wie ist das? Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Also Reflexe brauchst du als Frau und als Mann die gleichen, egal ob es jetzt die Haare gerissen, weil bei Frauen würde ich tatsächlich mal noch üben, dann hinten, weil viele Frauen haben lange Haare, ja, da, und ich glaube, das ist schon, okay. Also wenn so, wenn jemand dich zu Boden bringen will, ich glaube, das ist schon etwas, was, also ich mag mich noch erinnern, so in der Schulzeit, ne, hatte ich auch einmal Streit auf dem Pausenhof gegen den Jungen, was macht er? Klar, er reißt an den Haaren. Ne, also ich glaube, das ist schon so dominant, das Haar bei der Frau, wenn die lang ist, das. Genau. Wenn du zu Boden gerissen und wenn ich keine Reflexe habe, also und bleib so stehen, ist egal, bei Mann Kapuze oder vielleicht auch einfach am Schulter, am Kragen runter. Und wenn ich so verspannt und einfach nicht mitgehe, dann falle ich hin zu Boden. Probier es einfach mal mit allem, was man irgendwie packen und reißen kann. Vielleicht ja auch mal mit dem also Arm. Also hier, so. Da. Da, oder mal am Arm ist ja immer der gleiche Reflex mit Training. Okay, du siehst ja schon, wir zeigen nie die Technik alleine, mach das gegen das. Wir haben da ein bisschen andere Ambitionen. Wir wollen immer Prinzipien zeigen und die Prinzipien, die sind universell, weil jetzt brauchen wir nicht nur in eine Technik reingehen und sagen, ey, guck mal, hier bei dem machst du das, ja, sondern du machst es immer. Egal, ob ich jetzt dich so umklammere mit Stoß nach vorne, musst du Beine bewegen und dich so bewegen. Oder wenn ich dich nach hinten ziehe, ja, musst du da klarkommen. Und egal, ob ich da bin, hier bin, das Umklammern von hinten, ob ich die Arme halte und nach vorne drücke, muss immer das gleiche Prinzip sein. Aber lass uns heute zum Technik kommen. Wichtig ist, dass du die Reflexe schulst. Wenn du Selbstverteidigung ohne Techniken machen kannst, dann kannst du auch Selbstverteidigung. Habt ihr das verstanden? Ja. Po nach hinten,
Arme nach vorne, dann zum Beispiel, wenn die Arme geöffnet sind, ja, bleibe ich hier, drehe mit Ellbogen und so weiter. Das ist alles Techniken, die vergisst man, das ist auswendig lernen. So funktioniert es nicht. Du musst es einfach versuchen, immer aus dem Körperklack zum Beispiel nicht schließen lassen, so das Prinzip schnell ausrichten. Wenn die Arme weiter oben gegriffen sind, dann ist das genau, unten ist frei, da kannst du mit Armen arbeiten. Ja? Wenn die Arme weiter unten gegriffen sind, musst du mehr Platz schaffen, rausgehen. Ups, danke. Und bam. Das. Ja, und da, üb immer zwei, drei Dinge, die du auch unterscheiden musst in der Selbstverteidigung. Das heißt, wir beginnen erstmal so statisch, weil wir haben jetzt Reflex aufgebaut, verstehe uns richtig. Jetzt wollen wir ein paar Techniken aufbauen, dass du unterscheiden kannst. Sind die Arme oben gegriffen, ist das zum Beispiel. Sind die Arme unten, ist es mit Platz verschaffen und raus. Das Bein zu treten ist meistens nicht möglich, wie gesagt, weil der andere wird dich versuchen auch zu bewegen und, oder zu ziehen oder hochzuheben. Ja? Kannst du mich hochheben? Ja. Ich heb dich mal hoch. Arme sind frei, wichtig ist, bam, Arme sofort einzusetzen. Danach kurz öffnen. Ich versuche es immer so zu öffnen, dass die Arme aufgehen, weil das ist der kürzeste Weg nach hinten. Ich muss nicht unbedingt, wenn jemand noch ein bisschen kleiner ist, bisschen, also 2 cm, ich muss nicht unbedingt runtergehen, ja, weil da ist die Gefahr, dass du folgst noch mehr. Also von hier, 1, 2, öffnen. Von da halten, damit du nicht mitgehst, du wirst ja drehen, halte ich hier den Arm und stoße nach hinten, von da bam, 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 bam. Arme, Schulter nach vorne, Arme nach vorne und Po stoß nach hinten. Bumm, öffnen. Dann von hier die Arme hochdrücken, versuche ich immer so einen Zack zu öffnen. Wenn das Schloss nicht aufgeht, ich drücke nach vorne und du bist so verkrampft, dann gehe ich raus von hier, fixiere die Arme. Drück nach vorne und gib Ellbogenstoß und dann Kettenfauststöße. Ich greife so, dass du mit Armen nicht schlagen kannst, nicht drüben. Oh, genau, jawohl. Raus, genau, zum Beispiel, da bist du drüber geschafft oder wenn du es nicht schaffst, drüber, gehst du drunter. Bumm, und dann zack, Ellbogen, genau, ja. Also, schaffst du, greifst so in der Mitte, weil wie gesagt, wenn ich nur hier greife, kommt sie super drüber, wenn ich da greife, kriege ich gleich unten. Also ich glaube, das ist bei Frauen vielleicht so die Situation, wenn ein Mann sehr viel größer ist, wird er dich, also ich glaube, dass er wirklich runtergeht und daher ist es unwahrscheinlich, wenn dann hält er tatsächlich eher einfach weiter oben. Genau. Weil wenn ein Mann dich so packt, dann rechnet er auch nicht unbedingt damit, dass du dich großartig fährst. Ne? Setz die freien Arme ein. Mhm. Ja. Und das Schwierigste ist, wenn jemand sehr gut greifen kann, so dass du jetzt nicht richtig schlagen kannst, aber auch nicht richtig rauskommst drüber. Mhm. Und hier musst du mit dem Körper arbeiten, Stoß, pass auf, ab hier ist wichtig weiter, dass du unterscheidest. Kannst du drüber und öffnen, Ellbogen geben, genau, ne? Mhm. Oder du schaffst es nicht drüber, zack. Öffnen, 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 öffnen und dann musst du runtergehen. Wumm. Und dann die Variante. Ja, was schon sehr viel ist und man es auch viel trainieren kann. Und es ist wirklich schwierig. Also wenn jemand richtig feste greift, der noch größer und stärker ist als du, also so, selbst im Training ist es schwierig. Deswegen muss man es ganz oft üben. Üben, wiederholen mit verschiedenen Trainingspartnern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Immer locker anfangen miteinander, dass ich es noch helfe. Und dann versuchen wir immer fester zu machen. Boom, genau. Ja. Okay. Lass ich auch Zeit. Also es geht wirklich darum, dass derjenige es erstmal kann, fast mit meiner Hilfe und danach auch ohne meine Hilfe. Und besser, ich versuche. Genau, nochmal. Wenn die Arme oben gegriffen sind, zuerst zack, Schlag. Öffnen, zum Beispiel hier, Druck nach vorne, bleib so, ein Hand halten, mit anderen ein bisschen ziehen, bumm, Ellbogen. Okay? Die Arme sind frei, Hüfte zur Seite, Stoß zwischen die Beine, hatscha, das, bam, ja. Ich denke, das tut auch bei Frauen weh. Schlag nach da, öffnen hier durch den Stoß, klack,
Wupp, sind die hier, bleib da kurz raus. Also da musst du nicht runtertauchen, öffnest du und nach vorne. Das kann man machen. Genau. Da musst du einfach fühlen, die Hände sind frei, sofort einsetzen, danach die Befreiung. Ja? Hast du auch einfacher mit der Befreiung. Also, ja. Zack. Ei, 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 ei. Genau. Ja. Prima. Okay, jetzt gehen wir weiter. Unten, hier, da musst du, jetzt kannst du nicht schlagen, musst du dich so befreien, genau, boom, Arme drüber, halten, jawohl, ne, wenden, ausrichten, boom, Stoß, oder, ja, wenn der andere nicht loslässt, nach dem Ellbogenstoß, dann war dein Ellbogen nicht, danke für den Rücken. Ich mache es so und empfehle auch so zu, nicht dem Partner, also mach es immer kontrolliert, egal ob du mit Mann oder Frau trainierst, du willst ja selber lernen und den anderen auch besser machen. Aber du willst ja auch ein bisschen spüren und zeigen, ey, guck mal, da ist was. Man muss nicht schlagen, ich zeige dir eine Technik, ich kann nicht schlagen, ich öffne, bumm, mit Stoß, pop, das Arme sind geöffnet, gegriffen, jetzt wende ich, setz den Ellbogen auf, tu den Fuß nach hinten und drück komplett nach hinten, damit sie meine Körperkraft schlägt. Also das heißt, später wird das in einem durchgezogen, bam, ja, mit Körper, aber können wir nicht jedes Mal machen, machen wir mit Aufsetzen und Nachsetzen. Öffnen, klack, wumm, bam. So kontrolliert, tut's weh? Nein. Das ist eigentlich, darfst du bei mir genauso machen, von nach hinten, oh! Und das ist auch kein T-Shirt sein. Du hast boom, genau. Sehr gut, sehr gut. Genau, prima. Cool. Wobei hier musst du jetzt merken, die Arme sind frei. Hier, die Arme sind zu. Stoß. Oh. Also, genau. Das sind so zwei Unterschiede, die du merken musst. Und dann noch wirklich für Spezialisten, dass man noch unterscheiden kann, wie viel Kraft ist da, gehe ich drüber, gehe ich drunter. Das heißt, wenn du mich so festhältst, ja, so verkrampft, ich schaffe hier diesen Platz, minimal tue ich die Arme, aber ich merke, hier schaffe ich nicht, dich zu öffnen oder durch meinen Stoß sogar schaffe ich dich nicht zu öffnen, dann tue ich die Arme hier hoch, tauche runter, gehe raus. Bam, mit Ellbogen ausrichten, mit Kettenfauststößen und so weiter. Das heißt, ich mache es jetzt so dicht, ja, du gehst raus, nö, du kannst nichts schlagen, das machst du keinen. Prima. Da kannst du genauso aufsetzen und bam, mit Körperdruck geben. Ja, alles okay. Jawohl. Ich habe geschaut, es ist nicht gut, wenn man zu viel auf den Kopf hat. So, das sind so ein paar Ideen. Darfst du nicht vergessen, dass es die Eingriffe in Selbstverteidigung passieren nie lokal. Das heißt, davor könnte schon etwas passieren oder danach. Ja, natürlich, wenn du einen Schlag schon in den Hinterkopf abbekommen hast, dann hast du andere Probleme. Aber sagen wir, nach dem Befreien hier macht sie wunderschön, dass ich merke, ich kann sie nicht kontrollieren. Sie geht raus und ich schnappe weiter, versuche weiter von vorne umzuklammern. Lass los vielleicht, sie schlägt hier. Ja? Oder vielleicht ist dein Eingreifer ja, betrunken und du hast nicht so viel Kraft. Er merkt vielleicht auch gar nichts und wird versuchen weiter und schon ja, mit aufgeschlagenen Lippen und blauem Auge und Zahn raus oder so. Versucht noch das, nächste Sachen zu machen, auch wenn der schon halb K.O. ist. Ja. Das musst du bedenken auch, dass es nie eine lokale Situation, du machst das
Und danach ist, ich merke und versuche vielleicht mitzugehen und in die Richtung. Ja, das wird schwierig, je besser du wirst und dein Trainingspartner, desto mehr kann man auch dann machen. Und wenn du das jetzt kannst und bis hierher geschaut hast und ausprobiert hast und sagst, ey, das funktioniert, alles wunderbar, aber es ist ja auch nichts Neues, ja. Es gibt ja schon hunderte Videos und so weiter. Das funktioniert prima jetzt, oder? Boom, boom. Wunderbar, alles gut. Ich mache es auch jetzt nicht so stark, aber zum Beispiel, ich drücke jetzt nach vorne. Ja, und dann wird es schon schwieriger. Oder ich ziehe zur Seite und dann wird es auch schwieriger. Sie hat aber passende Flexibilität mit den Füßen und kann auch passend reagieren. Oder ich schnapp und ziehe nach hinten. Genau, ja, aus der Bewegung, dann musst du wieder unterscheiden, sind die Arme, ich habe zu tief gegriffen, dass du rauskommst und hier Druck gibst in die Ecke da. Genau, so. Und so muss man es üben, dass man versucht erstmal die Techniken aufzubauen, Werkzeuge, Flexibilität aufbaut, dann ein paar, zwei, drei Beispiele, zum Beispiel drüber, was kommst du drüber, kommst du drunter. Machst du auf, wendest du, oder kriegst du nicht auf, dann musst du drunter wieder gehen, ja? Oder einfach so lassen, umgeklammert quasi lassen. Die Sachen und dann diese Technik, quasi Selbstverteidigungstechnik, anfangen mit verschiedenen Reflexen zu verbinden, also mit verschiedenen Reizen. Zur Seite, hoch, runter, kann dir versichern, wenn jemand dich von hinten umklammert, er wird nie stehen bleiben oder dich nur halten, er wird versuchen, dich hochzuheben, zur Seite zu werfen, zur Seite, nach vorne mit dir zu laufen oder nach hinten zu ziehen, beziehungsweise auch so zu drehen. Und da musst du wirklich auch reagieren, so gut wie Sichi jeweils macht. Auf was müssen die Frauen achten bei diesen Übungen? Weil Frauen, wenn die das trainieren mit Männern, brauchen die Kraft, brauchen die, was brauchen die da so viel? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Frau meistens, wenn du mich jetzt im Klammer hast von hinten, was die meisten Frauen sich nicht getrauen, ist diesen Stoß nach hinten. Aber was ihr bei mir vorhin auch gesehen habe ich auch nicht richtig gemacht, ja, weil ich kann nicht tun, dir weh. Und das ist das eine. Gut, ich bin mir jetzt auch gewohnt, mit Trainingspartnern zu trainieren. Bei den Frauen ist meistens, diese Nähe sind wir uns nicht gewohnt. Ja? Also es ist sowieso schon eine unangenehme Situation, die wir trainieren. Und du bist mir sehr nah. Dann greifen die meisten Männer, weil sie den Frauen auch nicht so nah treten wollen, noch so im mit Training. Dem Arsch nach hinten. Ja? Genau. Und dann funktioniert es auch nicht. Man muss diese Hemmschwelle abbauen, sich so nah zu kommen. Da, ich spüre nun mal deinen Bauch an meinem Hintern, ist halt so, ja, genau, das ist das Training. Also man darf diese Hemmung vom Körperkontakt, die muss man abbauen, wenn man Selbstverteidigung trainieren will. Und dann kann ich auch ordentlich trainieren, weil dann traue ich mich auch so einen Stoß zu machen. Und dann kriege ich auch ordentlich. Ja, das macht man ja langsam auf. Ja, genau, mein Sixpack wird aufgebaut. Sehr ja, man muss kontrolliert anfangen, langsam aufbauen, genauso als Frau auch. Es tut weh, wenn du einen Ellbogen ins Gesicht abkriegst, ja, für uns auch. Deswegen mit Trainingsplan auch sagen, hey, du darfst mich ruhig richtig umklammern. Also erstmal nicht von der Festigkeit, aber dass es halt eben nicht mit so einer Lücke dazwischen ist. Und zweitens selber die Hemmung abbauen, langsam diesen Stoß auch richtig aufzubauen, kontrolliert Ellbogen zu setzen, diese körperliche Nähe, die du halt brauchst zum Trainingspartner, um dich überhaupt verteidigen zu können, diese Hemmschwelle langsam nach und nach abbauen, dadurch, dass man miteinander trainiert. Und nicht, du bist jetzt böse Angreifer oder so, sondern und einfach... Und ich bin Frau und ich muss jetzt zeigen, was ich drauf habe. Aber jetzt ist es super, danke. Das Prinzip ist gleich auch für Männer und Frauen, wie das funktioniert, aber das Training musst du wirklich darauf achten. Die Anfänger besonders neigen dazu, so wie jeder auch ist, jeder hat so sein Temperament und je unsicherer man ist, desto ruckartiger oder hektisch, aber darum geht es nicht. Versuch wirklich die Mechanismen, genau, umklammern, wenn du merkst, dein Partner beginnt, erste Übung, den du jetzt machen musst, so fest macht, so fest, dann sag, Entschuldigung, mach mal ein bisschen leiser, ich will erstmal ausprobieren, ja, und versuch wirklich erstmal die Mechanik zu verstehen. Was musst du da machen, damit du überhaupt diese Kuppelung hier herstellst und die Verbindung, das zum Beispiel, ja, so kannst du anfangen zu üben. Keine und dann hab ich auch schon Schiss, weißt du?
Trainingspartner, weil so einen hektischen Trainingspartner, da funktioniert es nicht. Oh, und beide haben nichts da. Als Eingreifer beginne ich mit lockeren Eingriffen. Erstmal, dass die Bewegungsabläufe lernen kann. Das. Genau, ich ziehe auch nicht gleich links, rechts und versuche es wirklich fast sie auf den dritten oder vierten Weltkrieg vorzubereiten, sondern ich will nur Techniken trainieren und das miteinander, und das ist das Schöne dabei. Hat dir das Video gut gefallen, dann drück den Daumen nach oben, abonniere unsere Kanäle, Sice Eva Kanal und Sifo Sergei. Schreib in Kommentare, welche Selbstverteidigungstechniken möchtest du in Zukunft sehen. Wir versuchen das immer mit einer Trainingsmethode dir weiterzuliefern, weiterzugeben. So ist es, so bleibt es. Es ist unsere Ambition und es wird nur besser. Deswegen bleib dran, es wird noch mehr Video geben, also noch mehr Selbstverteidigungsvideo geben in dieser Serie. Abonnieren, Daumen hoch, Kommentar und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Danke. Oh, bam. Okay. Machen wir so. 1, 2, 3, 4. Super. Klappt ja immer besser. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Die Selbstverteidigungstechniken funktionieren nur, du schaust die Videos an, dann kannst du dich auch verteidigen. Selbstverteidigen fängt ja wo ganz anders an. Katastrophendenken. Möchtest du dazu was ergänzen? Ja. Sehr cool. Wir üben das Ganze ja immer, also auch blöde Anmachsprüche. Ich ziehe hier, boom, wie auf die Nase, auf die Zähne, auf den Kehlkopf. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich mag mich noch erinnern, so in der Schulzeit. Das ist auswendig lernen. Reflexe brauchst du als Mann. Po nach hinten, 1, 2, öffnen, boom. Und dann die Variante. Arme sind frei, wichtig ist Po nach hinten. Und sehr gut, sehr gut. Tauche runter, geh raus. An meinem Hintern, das ist das Training. Aber es ist ja auch nichts Neues, ja? Körperliche, ne? Ja, das machen wir ja langsam. Und beide haben nichts davon. Wenn jemand dich von hinten umklammert, Entschuldigung, mach mal ein bisschen leiser. Öffnen, klack, wumm, bam. Ja, genau, mein Sixpack. Den dritten oder vierten Weltkrieg vorzubereiten. Das Prinzip ist gleich auch für Männer und Frauen. Abonnieren, Daumen hoch. Kommentar.